One Way, No Limit. So meine Lieben, ich bin zurück vom Training. Schnurstracks rein, Videokamera an, muss ich euch die gute Nachricht mitteilen. Um 14.45 Uhr hatte ich heute mit Peter Weber unseren Videochat. Ich habe es ja schon angekündigt auf meinem Channel, dass der kommt. Und dementsprechend machen wir jetzt noch eine kleine Einleitung. Und dann geht's ab in unserem Videochat, Peter Weber und ich, an ein paar Fragen, die wir so in die Runde rausbringen mit Antworten, damit euer Herz ein bisschen beruhigt ist und vor allen Dingen, dass man den Wind aus den Segeln nimmt von Leuten, die einfach alles kaputt machen wollen, aber eigentlich gar nichts wissen. Also, gleiches Thema wie in der Politik, viele Worte, nichts dahinter und am Schluss sagt man, die Worte sind Täter. Und das ist natürlich Unfug. Die Menschen sind Täter und beim Peter habe ich absolut das Gefühl, dass er ein Macher ist, sagt man so schön. Also wirklich von Herzen aus das tut und nicht bloß redet. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig motiviert, ihn zu unterstützen. Und was ich auch mit meinem Herzblut hier mit dazugeben will, es ist ein Unding, wenn Politiker reden davon, dass Worte Täter sind. Weil das ist Unfug. Menschen sind Täter. Und wenn Leute Worte so verkommen lassen, dass man ihnen Taten zuschreibt, die das Wort ja nie vollbringen kann, liegt es daran, dass diese Menschen echt nichts leisten. Und beim Peter ist es ganz anders. Peter redet weniger, aber macht Sachen, die für uns alle gut sind. Und davor ziehe ich meinen Hut, habe meinen höchsten Respekt dafür. Und deshalb will ich das Ganze noch mehr unterstützen als schon bisher. Und sage ich an der Stelle auch Kuni vielen lieben Dank. Kuni mit der Plauderecke wird uns auch ein bisschen helfen, das Ganze nach vorne zu bringen. Und Kuni und ich machen demnächst auch noch ein Interview, auch um das Thema, dass ihr versteht, was draußen los ist, dass wir gemeinsam das noch bewegen können und nicht bloß immer Tastatur und damit geschriebene Worte oder per Klappe große Worte, sondern wirklich, dass wir Taten der einzelnen Menschen brauchen. Menschen miteinander, füreinander. So, und jetzt halte ich meine Klappe, jetzt geht's ab ins Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Von mir ganz liebe Grüße und Name Peter, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. So, und jetzt geht's Mats ab. Euer Markus, ciao. Also Peter, ich grüße dich. Vielen lieben Dank, dass du Zeit für mich hast oder für meine Zuschauer auch mit dazu, dass wir ein paar Punkte vielleicht ansprechen, ein paar Fragen, die den Leuten auf der Seele brennen, weil sind ja alle sehr enttäuscht von der momentanen Situation mit der Politik. Markus, schön, dass wir zusammengekommen sind und ich muss also deinen geneigten Zuhörern und Zuschauern sagen, das machst du gut und du hattest am Anfang mal gesagt, nachdem ich deine Sendung gesehen habe, ja, ob das jetzt etwas aufgrund der Vergangenheit, die du ja deutlich kundtust, ich darf es so salopp sagen, die Damen mögen weghören, deine Vergangenheit ist mir ehrlich gesagt scheißegal, dein Charakter ist für mich entscheidend. Punkt. Ne? Vielen lieben Dank. Ich bin deshalb auch so offen, weil will ich nicht einer guten Sache mit meiner Persönlichkeit im Weg stehen. Weil ich denke, das ist das Problem, was wir mit der Politik haben, dass viele Leute mit ihrer eigenen Person, also diesem Ich-bezogenen, alles kaputt machen. Ich sehe ein hohes Maß an Narzissmus, an krankhaften und gefährlichen Narzissmus. Das heißt, ich sehe es im Bereich der Politik, in der oberen Hierarchie, und ich sehe es aber auch bei den Medien in einer gefährlichen Form, die keinerlei Diskurs mehr zulassen und deren Verlautbarung und Plattitüden eigentlich immer einfacher werden. Die Vergangenheit, dies und jenes. Dabei vergessen viele, welche Vergangenheit sie haben. Und da nehme ich eigentlich alle Parteien mit rein. Ich nehme Herrn Schäuble mit rein, ich nehme die Grünen mit rein, den Herrn Özdemir, Flugmein, Schäuble seinerzeit, Kohl, 100.000 D-Mark waren es seinerzeit, die Parteikasse. Das sind alles Dinge, das hat man alles vergessen. Allen anderen Menschen legt man Wort und Handlung, die schon längst vergessen sein sollten, legt man immer wieder neu vor. Bin ich völlig bei dir und jetzt kommen wir ja eigentlich schon zu unseren kleinen Fragen. Die Leute wollen eigentlich wissen, ich fange vielleicht gleich mit unserem letzten Thema an, der Kommentarfunktion. Ein Diskurs würde ja heißen, ich kann meine Meinung bei Hallo Meinung kundtun. Aber ich denke, du hast einen triftigen Grund, warum du die Kommentarfunktion abschaltest. Wir müssen differenzieren. Wir haben sämtliche Kommentarfunktionen offen bei Facebook, auf der Weber-Seite und auf der Hallo-Meinung-Seite. Wir haben gesehen, dass bei YouTube das so genutzt wurde, dass hier derart Entgleisungen dort waren, bewusstermaßen, dass man gesagt hat, hier haben wir Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für die. Hier hauen wir einfach mal rein, um die Spirale der gewalttätigen Aussagen einfach fortzuführen.
Und leider Gottes ist es so, dass dann viele darauf anspringen. Und das wäre dann die Quintessenz, dass man, bitte schaut euch das an, nicht anders wie andere auch. Will also sagen, YouTube keine Kommentarfunktion, woanders sind Kommentarfunktionen. Ich darf auch fortführen, es werden auch diejenigen gelöscht, die eigentlich nur dazu da sind, zu nörgeln, zu stänkern und zu provozieren. Da stehe ich dazu. Hallo Meinung ist eine Plattform, die eine Aufbruchstimmung verkörpern soll, wo wir einfach sagen, wir wollen etwas erreichen, wir können etwas erreichen. Und hier lass mich den WDR einflechten. Wir haben gesehen, binnen von 24 Stunden, wenn gesperrte Kommentare, wenn gelöschte Kommentare wieder eingestellt werden, dank unseres Medienfachanwalts Joachim Steinhöfel, auch mit der Meinungsfreiheit im Netz und Hallo Meinung, ist es gelungen. Also wir wollen, dass hier eine Kommunikation stattfindet. Markus, hier darf ich dich wieder mit ins Boot nehmen, du genauso. Wir können hart an der Sache diskutieren, wir nehmen Kritik entgegen, aber Beleidigungen und Auswüchse möchten wir nicht. Bin ich völlig bei dir. Deshalb versuche ich auch mit meinem Channel und mit den Leuten, die mir folgen, dich zu unterstützen, weil du natürlich mit dem Abschalten der Kommentarfunktion ja den Algorithmus von YouTube nicht optimal nutzen kannst und damit leider an Reichweite verlierst. Das ist halt so ein bisschen, wo Licht ist, ist auch Schatten. Da gebe ich dir recht. Wobei, wenn ich es unter kommerziellen Gesichtspunkten sehen würde, würde ich sagen, wie können wir es am besten machen? Wie kann ich es bewerben? Wie kann ich Firmen mit reinnehmen? Ich sehe es unter ideologischen und patriotistischen Gesichtspunkten. Und da ist mir Reichweite ja, aber bitte glaube mir, da ist einiges in der Entwicklung, dass wir unsere eigenen Seitendarstellungen haben werden, die uns in Anführungszeichen Reichweiten unabhängig machen wird. Genau, und da kommen wir zum nächsten Punkt gleich. Das ist ein gutes Stichwort. Ich sehe das nämlich identisch wie du. Ich denke, man braucht vernünftige Pfeiler. Beim Hausbau würde man sagen, ein vernünftiges Fundament. Und dementsprechend sehe ich das auch so, dir deine eigene Plattform, deine Webseite wesentlich sicherer ist als YouTube, wo wir der Meinungsmache unterliegen. Und der andere Punkt ist, wo ich jetzt gerne überleiten würde, wäre das Thema, du bist die Firma sozusagen, du bist Hallo Meinung. Und das haben viele Leute angegriffen, haben gesagt, warum Peter Weber alleine, warum nicht demokratisch gewählt, warum kein Verein etc. Ich würde das jetzt bitte dir so weitergeben für ein paar Worte. Ja. Ich habe ja, das Ganze ist ja aus einer Idee entstanden. Peter Weber ist ins Netz gegangen, September 2018. Innerhalb einer Woche waren 2,4 Millionen Menschen, die das verfolgt haben. Nie und nimmer hätte ich damit gerechnet. Und dann kam der Anspruch, mach mal etwas. Und aus dem Mach mal etwas bin ich im Bundesgebiet rumgereist, war im Bundestag, habe mir alle Parteien angeschaut, habe mir die AfD angeschaut, habe mir Vereine angeschaut, konservativer Aufbruch, war bei Versammlungen und habe festgestellt, die zerreden ja alles. Da wird ja alles zerredet. Also was habe ich getan? Ich habe gesagt, naja, ich werde Folgendes machen. Ich möchte eine gemeinnützige Gesellschaft, die nicht keine Gewinne generiert. Und wenn sie etwas macht, werden die Gewinne für Demokratie und Meinungsfreiheit eingesetzt. Oder, das darf ich auch verraten, wenn mir etwas passieren sollte, bekommt die Deutsche Kinderkrebshilfe das Geld. Ist alles anwaltnotarmäßig geklärt, alles mit drin. Aber im Endeffekt ist es so, dass ich gesagt habe, ich habe es erlebt im Verein, konservativer Aufbruch hier in Bayern. Da hast du so viele Leute, die reinreden, da geht die Sache irgendwo verloren. Wenn eine AfD ihre Partei, ihre Mitglieder richtig geführt hätte, dann wären die heute die stärkste Partei in Deutschland. Es hat ja einen Grund, warum Lucke und Henkel ausgestiegen sind, weil die gesehen haben, es sind sehr, sehr viele vernünftige Leute dabei. Das sage ich in aller Deutlichkeit. Aber es wird von der Presse und von den Medien insgesamt gerne genutzt, wenn sie Köpfe sehen, die propagandistisch wirken, die in einer Form sich darstellen, die oft nicht gesellschaftsfähig ist. Man kann über viele Dinge streiten, aber das ist natürlich ein willkommenes Fressen. Und ich sage mir, wenn ich diese Kraft des Geld aufwende zum Start, dann möchte ich auch sagen, das muss so geführt werden, dass wir nicht unterwandert werden. Aber aus dem Ich ist ein Wir geworden. Es haben sich sehr, sehr viele Menschen beteiligt und wir hören auch auf die Menschen. Und wir werden im ersten halben Jahr werden wir einen Beirat gründen. Dieser Beirat wird sich aus den Mitgliedern zusammensetzen. Der wird frei gewählt werden. Es können sich so und so viele Menschen per Video dann vorstellen. Die werden gewählt und die haben dann ein Mitspracherecht. Aber zum Start, Markus, wollte ich halt mal sagen, lasst uns bitte eine Plattform machen. Es ist ja im Grunde genommen, das muss organisiert sein. Sonst wäre das Geschrei wieder groß, dass man so, ist ja ein Tobabo, was machen die denn? Jeder redet damit. Und da ich nun mal seit 38 Jahren jetzt selbstständig bin und firmenmäßig das aufgebaut habe, sagen, bitte lasst mich das so machen.
Ich habe auch das Kapital reingesteckt. Zwischenzeitlich beteiligen sich auch andere Menschen dazu. Aber lasst uns das bitte erstmal aufbauen und dann kommt das Thema Mitbestimmung. Kommt ganz sicher, mein Wort drauf. Also ich habe das 1:1 sofort so gesehen, weil ich habe meine Marke selber auch aufgebaut. Wie sagt man, so ein kleines Baby hochgezogen. Und es ist ja klar, wenn du heute Captain auf einem Schiff bist, machst du auch nicht demokratisch in welche Richtung, sondern hast du als Captain eine Verantwortung, weil bist du die führende Person. Also ich denke, das macht dich ja auch aus. Du bist rausgegangen, du zeigst Gesicht und man sieht, dass das authentisch ist. Und kann man nicht ein Schiff in eine Richtung steuern, so wie die Politik das momentan macht, einmal hier, einmal da nach dem Fähnchenprinzip und zum Schluss ist die Titanic beim kleinsten Eisberg und wir gehen unter. Also ich lasse mich weder von Lobbyisten noch von Protektionismus beeinflussen. Ich bin ich. Das muss nicht allen gefallen, darüber bin ich mir im Klaren. Ich hänge meine Birne in den Wind und habe natürlich auch schon Schellen dafür gekriegt. Aber ich sage mir, jede Schelle bringt uns ein Stück weiter nach vorne. Das zeigt mir, wir sind auf dem richtigen Weg. Und hier muss ich auch wieder, die Zuschauer mögen das nicht als Speicheleckerei dir gegenüber sehen, aber du bist auch jemand, der sagt, ich habe meine Birne im Wind. Es muss nicht jedem gefallen, aber ich sage meine Meinung. Und das ist das, was bei uns fehlt. Die Wahrheit, da haben die Leute Angst davor. Die haben Angst davor, ich werde nicht mehr gewählt, die Leute mögen mich nicht mehr und dazu trägt natürlich die gesellschaftliche Umerziehung, die trägt natürlich dazu bei, dass man, wenn ich jetzt etwas sage, dann mein Nachbar nicht mehr, die Kirche, da könnte eventuell mein Arbeitgeber. Das ist ja ein Novum, das ich ehrlich gesagt in meinen 66 Jahren erst in den letzten 5 Jahren erlebe, dass ich immer sage, kann ich ja nicht sagen, das kann ich ja nicht machen. Aber wo ich sage, alles Menschen, mit denen du vorher vernünftig diskutieren konntest und die einen wesentlichen Teil zum Erfolg dieser Gesellschaft beigetragen haben. Und umsonst sind wir nicht so weit gekommen heute, dass wir uns dieses Sozialsystem erlauben können. Ja, bin ich völlig bei dir. Das ist ja auch ein Thema, was man sieht. Man startet vernünftig, man baut das solide auf. So hat man auch bei uns im Training das früher gemacht. Man hat ein Trainingskonzept gehabt, man hat vernünftig die Physiologie in den Vordergrund gestellt und dann hat man ergänzt entsprechend. Und heute ist es so, die Leute hängen an der Pharma, am Pharma-Tropf, sie hängen am Finanztropf, sie sind überall verschuldet und haben keine eigene Leistung mehr. Aber sind beim Meckern. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Es ist irgendwann an der Zeit, dass man face-to-face auch spricht. Ich denke, das, was du angesprochen hast, Leute müssen sich ja auch in echt sehen können. Macht ihr etwas mit einer Veranstaltung demnächst? Es wird so sein. Wir haben jetzt in Frankfurt am 25.01. nochmal die runde Ecke. Da gehen wir über verschiedene Sender. Und am 7.02. sind wir in Berlin. Da sind wir schon vor 300 Leuten. Und so wird sich das immer mehr steigern. Ich bin jemand zum Anfassen. Aber leider Gottes ist es ja so, dass solche Gelegenheiten dann auch immer genutzt werden, egal was du machst. Du kannst eine Veranstaltung machen, die hat einen Hintergrund, dass du für eine Kinderkrebsstation irgendwas machst. Wenn irgendwo jemand was dagegen hat, der wird versuchen, diese Veranstaltung zu zerstören. Also wir werden das mit Bedacht machen, ist genau dieselbe Frage. Warum geht ihr nicht auf die Straße? Weil ich die hässlichen Szenen vermeiden will, weil ich genau weiß, wir werden unterwandert. Es kommen welche Leute auch immer, dann gibt es hässliche Szenen. Die Presse wartet darauf, dass die sagen schon mal, hallo, Meinung ist nichts anderes. Die stecken uns dann in eine Richtung. Aber es wird etwas sein, wie du so schön sagst, face-to-face wird es geben. Wir werden Veranstaltungen machen. Wir werden auch Menschen wie du und ich, Markus, werden wir einladen zu Talkrunden, die bunt gemischt sind. Weißt du, was ich immer wieder feststelle? Wenn wir Menschen aus dem Bereich der linken Szene und der grünen Szene einladen, die lehnen immer ab. Das ist immer erstaunlich. Es ist immer erstaunlich, dass da jegliche Diskussion kaputt gemacht wird. Na, zu euch kommen wir nicht. Das ist ja ein rechtspopulistisch. Aber weißt du, die Begründung dafür, das Hinterlegte, das Belastbare, das finde ich eigentlich nirgendwo. Das heißt, es wird etwas aus dem Zusammenhang gerissen, um zu sagen, ja, die Leute sind so. Und das ist das Einfachste, was es gibt und das halte ich wirklich für Populismus. Ich sehe es also ein bisschen wie die Familie. Früher hat man Familienoberhaupt gehabt. Das war ein Oberhaupt, weil hat die Erfahrung und hat dann die Familie geführt und geleitet. Heute zerschlägt man die Familie schon bis in den kleinsten Teil rein. Man entzieht die Kinder ja schon, will jetzt gar nicht auf Impfgesetze etc. übergehen. Aber einfach das Thema, dass die kleinste Einheit schon zerstört hat. Wie soll sich eine große Einheit bilden, wenn wir die Kleine nicht mehr haben? Jetzt wäre meine Frage so gewesen, kann man nicht sowas machen wie zum Beispiel die AZK oder so, die das in der Schweiz auch so erfolgreich macht, einfach mal eine Veranstaltung, Tickets verkaufen, das ist ein schönes Abendessen, die Leute, die sich gerne sehen wollen, können sich sehen, bis zu einem Rahmenprogramm dazu, vielleicht so eine Art Familienzusammenschluss in Anführungszeichen. Wir sind, es heißt Hallo Meinung,
Interessenvertretung Bürgerforum. Das heißt also, wir entwickeln uns aus den Vorschlägen. Ich dogmatisiere nichts. Wenn ich sage, ja, gerne, lasst es uns gemeinsam entwickeln. Und da komme ich auch zu dem Punkt, dass ich sage, nicht immer sagen, was könnt ihr für uns machen? Weißt du, den Unterhaltungswert. Das ist ja schön, jetzt macht ihr mal. Ich sitze dann hier und dann gebe ich euch mal ein Like und dann gebe ich einen Kommentar, das könnt ihr aber besser machen. Sondern sagen, jeder schreit, wir werden übergangen. Und dieses Übergangenes wollen wir nicht mehr. Bringt euch ein, ich bin dabei. Ich hatte schon mal gesagt, lasst uns doch mal ein politisches Kochen machen. Wir gehen irgendwo hin, wir haben eine große Küchenzeile dort, da können 300, 400 Leute dabei sein. Ich köchle gerne und so, dass ich sage, lasst uns da etwas gemeinsam machen, dass wir dann zusammen sind, dass wir uns unterhalten. Denn ich spüre ja die Kraft, die daraus entsteht, dass andere Menschen sagen, ich bin ja nicht alleine mit meiner Meinung. Ich bin ja nicht alleine. Und ich muss sagen, die Menschen, die sich uns anschließen, 99%, keinerlei Extremismus. Ich will weder links noch rechts noch religiös geprägten Extremismus. Ich will, dass wir friedlich miteinander umgehen. Und weißt du, Markus, das Thema, einmal kommen wir mal zur Familie, das Thema Ausländer war bei uns nie ein Problem, war nie ein Problem. Das ist ein Problem geworden seit 2015 oder bereits vorher gesagt wurde, so kommt mal rein, das Ganze unlegitimiert, die Grenzen wurden geöffnet. Diese Nichtkontrollbeschlüsse an den deutschen Grenzen, die sind ja heute noch in Kraft, dieser mündliche Auftrag damals von de Maizière. Das sind ja Dinge, wo jemand sagt, da sind wir einzigartig auf der Welt. Ich weiß, wenn ich Seniorenheime baue, wie alte Menschen um ihr Dasein kämpfen, wie die oft dahin darben. Und da sagen wir, das kann doch nicht wahr sein, dass wir hier sagen, hier wird geöffnet, das spielt keine Rolle. Und da bin ich dagegen. Ich bin nicht gegen Menschen, die Hilfe brauchen. Ich habe sehr, sehr viele Freunde aus ausländischen Kreisen. Ich habe sehr viele jüdische Freunde, da bin ich stolz drauf und muss sagen, wir müssen differenzieren und das haben wir verlernt. Und ich möchte noch eines sagen zur Familie. Wenn du diesen Bereich Ene, Mene, Mu, die seinerzeit die Fibel in Berlin, die aus dem Bezirksamt Neukölln an die Kindergärten und Schulen verteilt wurde, dann muss ich da sagen, das ist ja wirklich etwas, stell dir mal vor, das hätte eine Partei gemacht. Das hätte nur, nehmen wir wieder die AfD, hätte es gemacht, dass wir differenzieren, wenn ihr Mädchen Zöpfe hat, wenn ihr Bub blond ist, zur Schule läuft und Sport treibt und wenn sie Hausarbeit machen muss, kommt es aus einer völkischen Familie. Da sagen wir, was habt ihr für Gedankengut? Das ist ja ein Wahnsinn, dass 2010 wären solche Leute wirklich anwaltschaftlich verfolgt oder es wäre justiziabel gewesen. Heute wird es mit Steuergeldern unterstützt, dass solche Fibeln in den Markt kommen. Für mich wird die Familie zerrissen und ich bin ein Familienmensch. Sehe ich ganz genauso. Ich bin zwar eine kleine Familie, aber ich sehe das ganz genauso. Das ist der engste Kern. Und da entsteht ja auch die Zukunft. Und die Zukunft schwindet mit der Jugend, die wir heute haben. Die Ausbildung wird immer schlechter. Du hast Schulsysteme, die ja eigentlich nur noch feste Meinungen widerspiegeln, die gar nichts mit einer freien Entwicklung von einem Individuum zu tun haben. Wie sollen die später frei denken und sollen neue Lösungsansätze bringen? Das ist ein Riesenproblem. Und das Thema sieht man demnächst, denke ich, jetzt auch mit den Kommunalwahlen in Bayern. Was sagst denn du zu dem Punkt? Ich habe Vertreter der CSU kennengelernt. Am 28. August letzten Jahres saßen hier drei Vertreter der CSU. Wir haben uns über Hallo Meinung unterhalten, wir haben uns über den konservativen Aufbruch hier in Bayern unterhalten. Und zwischen dem, was wir uns hier unterhalten haben, was die Herrschaften denken, das waren drei Herren, und das, was sie nachher verlautbaren, das sind völlige Unterschiede, die erkennst du nicht mehr wieder. Also zwischen dem, was gedacht und was gesagt wird, ist eine Differenz. Das ist Wahnsinn. Das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Ich habe im Augenblick, was ich die Parteienlandschaft, Söder verkauft sich gut, muss ich sagen. Aber Söder ist auch jemand wie ein Chamäleon. Wenn der mit den Grünen eine Koalition machen will, dann macht er das. Und ich sehe uns eines, dass wir uns im vorpolitischen Raum bewegen und dass die uns spüren. Das sehe ich einmal an den Funkhäusern, dass da Mails über uns rumgehen, dass man sagt, oh, hallo Meinung, was die GEZ-Aktion. Aber ich sehe es auch im politischen Bereich. Wie viele Politiker uns, wie viel aus dem kommunalen Bereich, wie viele Landräte und über die mittlere Führungsebene hinaus uns anschreiben. Was habt ihr vor? Können wir uns mit einbringen? Warum? Weil denen im Grunde genommen dieser Proport, der da oben vorherrscht, der hängt denen zum Halse raus. Und wenn du die CSU anschaust, dann hast du da auch Wasserträger. Markus Söder führt es. Der führt es streng, aber wandelt sich auch wie ein Chamäleon. Also wir werden uns sicherlich indirekt in den Landtagswahlkampf hier mit einbringen. Das tun wir jetzt bereits, indem wir mit vielen Kommunalpolitikern zusammenarbeiten, übrigens aller Couleur, mit der SPD, mit der CSU, FDP findet in Bayern nicht statt. Und wir haben auch mit der AfD Gespräche.
Also wir führen mit jedem Gespräche, auch mit den Grünen, muss ich sagen. Ich habe eine gute Freundin, die ist hoch angesiedelt bei den Grünen. Wir haben uns gestern erst unterhalten. Auch hier dieser Fraktionszwang zwischen dem, wie sie wirklich denkt und was sie nachher publiziert, ist ein himmelweiter Unterschied. Das glaubst du oft nicht. Was zwischen dem, was gesagt wird, Mensch, du hast doch tolle Ansichten. Ja, aber der Fraktionszwang, sonst werde ich ja nicht gewählt. Das wird vorher bestimmt. Und das halte ich für so schade, dass im Grunde genommen Fraktionszwang vor Sachverstand und Vernunft geht. Und bloß, dass ich dem anderen widerspreche. Also um klar zu sagen, wir bringen uns in den Kommunalwahlkampf ein, aber in einer Form sehr im Hintergrund. Und das machen wir sehr, sehr, sehr überzeugend und in einer sehr intensiven Form. Ich denke, das ist auch der richtige Weg, weil die Politik, ich bin also gar kein Wähler, ich wähle gar nicht, bin ich ganz ehrlich, weil ich nicht weiß, wem ich meine Stimme geben sollte und deshalb gebe ich sie grundsätzlich dann gar keinen, bin ich offen. Das Thema ist AfD heute, ist vielleicht das, was CDU, CSU vor 10 Jahren war, also ist eigentlich nichts Neues, aber ist heute verpönt und ich denke, Menschen mit Menschen für Menschen und wenn wir eigentlich die Menschen erreichen und die denken wieder, dann entzieht man halt diesen Leuten einfach nur das Geld und darum dreht sich's doch im Endeffekt. Was anderes ist es nicht und ich habe es erlebt, hier geht's um Posten, um Würdenträger und eingangs, was du gesagt hast, um Narzissmus, um Macht. Und das muss ich immer wieder sagen, dafür stehe ich. Ich habe mein Unternehmertum seit 38 Jahren, monetäre Gesichtspunkte. Ich habe mir da keinen Cent rausgenommen. Die ganzen Fahrten, die Herrschaften, die bei mir im Büro das machen, das sind alles Gelder, die ich von mir aus bezahlt habe. Und wenn immer gesagt wird, der soll ja die Dinge mal offenlegen. Ja, was glaubt ihr, was in 2 Monaten oder was schon vorher für Kosten da waren? Und was glaubt ihr, wenn die Agenturen, wenn man auf unsere Seite geht, wie sich das entwickelt? Die Webseite, die wir jetzt haben, die ist gut, die wird sich entwickeln, aber wir haben spätestens ab März eine neue digitale, interaktive Webseite, wo ich wirklich nicht zu viel verrate, wenn ich sage, das wird die modernste politische Webseite, die es gibt. Absolut. Da arbeitet eine Agentur dran, da habe ich ein Budget freigegeben und es beteiligen sich auch immer mehr Menschen. Schau, wir haben eine Soziologin für die Texte, wir haben eine Grafikerin, wir haben jemand, die macht nur soziale Medien. Wir haben 2 Herrschaften, die sich nur mit der Webseite beschäftigen. Wir haben Patrick Lünen, unseren Programmchef. Und wir werden in Kürze das erste Regionalbüro eröffnen, das es in Deutschland gibt. Mehr will ich noch nicht dazu verraten, aber es wird kommen. Wir werden mit Artikeln kommen, die uns darstellen, sei es jetzt Shirts, sei es Cappies, sei es Sticker. Das wird alles kommen. Aber Qualität geht vor Hudelei, dass wir Fehler machen. Qualität geht davor. Und Markus, ich lasse mich nicht verbiegen. Wenn jemand zu mir sagt, ja, der Weber, und der sollte mal das anziehen. Du glaubst nicht, was ich jetzt bereits für Politberater. Die kommen alle mit derselben Masche. Machst du große, entweder du oder sie, machst du wunderbar. Ist toll, wie das läuft. Und ich habe keine monetären Interessen. Wir könnten ja mal. Da habe ich 2, 3 Gespräche geführt. Dann haben die wirklich, die reden dich in Grund und Boden. Das unterbinde ich nachher nach 3 Minuten. Ich sage, wo wollen wir hinkommen? Und dann kommt sehr schnell, machen Sie mir doch mal ein Angebot. Sie müssten mich einkaufen. Das heißt, nee, einkaufen ist nicht bei uns. Wir haben keine Lobbyisten. Wir lassen uns auch nicht protegieren in irgendwelcher Form. Und dann bist du plötzlich in den persönlichen Verlautbarungen nicht. Dann siehst du aber plötzlich auf deren Seiten oder in Pressemitteilungen sowieso nichts rechts angesiedelt. Das wird sowieso nichts. Aber das ist doch gut. Ich meine, du kennst vom Sport her den Antagonisten und den Agonisten, den Spieler und den Gegenspieler. Und Markus, alles gibt uns, ich komme aus der Fliegerei, das gibt uns doch alles bloß Aufwind. Wenn uns niemand merken würde, wenn jemand sagt, Markus Böhmer, wir keine Ahnung, was der macht oder Weber, dann mache ich irgendwas verkehrt. Ist doch logisch. Es gibt diejenigen, die uns zustimmen und diejenigen, die sagen, oh, hier geht uns Terrain verloren, der nimmt uns was weg und die dann irgendwelche Dinge erfinden. Man hat mir gestern zugespielt von dem, wie heißt der, digitaler Chronist, den mag ich, ne, den Thomas, das ist alles in Ordnung. Aber diese digitale Seite, die dann immer überprüft, ob wie jemand ist. Und das ist eine anonyme Seite. Und dann hat man mir ca. 200 Mal zugespielt, was die über uns und Hallo Meinung geschrieben haben. Selber kein Impressum angeben, anonym. Anonyme Kommentare und. Nein, aber ist doch wunderbar. Weißt du, wenn ich sowas ernst nehmen würde, da würde ich sagen, da ging es mal schlecht. Aber du musst lernen, damit umzugehen. Ich nehme das nicht mehr ernst. Die Dinge nehme ich nicht mehr an. Wichtig ist für mich, Markus, dass ich mich im Spiegel anschauen kann. Dass ich sagen kann, ich bleibe, wie ich bin. Ich gehe mit den Geldern verantwortungsbewusst um. Und jeden Cent, ich weiß, wo das Geld herkommt, weil ich ein Arbeiterkind bin. Und wir werden auch Aktionen machen. Wir werden zu alten Leuten hingehen.
Wir werden zu Menschen hingehen, die Behördenrepressalien erlebt haben. Und wir gehen auch zu Menschen hin, die von ihrem Arbeitsplatz gemobbt wurden, weil sie ihre Meinung gesagt haben oder weil sie rausgeschmissen wurden. Das wird alles kommen. Da gehen wir mit einem Kamerateam hin. Das ist alles da. Das wird alles aufgebaut. Da gehen wir hin, weil wir sagen, wir gehen dorthin, wo es wehtut. Nämlich, wo die Wahrheit sich vollzieht. Man kann immer sagen, die Wahrheit hat verschiedene Betrachtungsseiten. Überhaupt keine Frage. Aber ich finde heute in den wenigsten Medien, wenn ich mir die Tagesschau oder Tagesthemen, finde ich fast keine Wahrheiten mehr. Ganz ehrlich. Und wenn ich sehe, dass ein Siemens-Chef, Markus Käser, sich hinstellt, die Neugebauer in den Aufsichtsrat rufen will, da kommt in der Tagesschau erste Meldung, dass große Proteste vor der Siemens-Zentrale in München waren. Und ich war zufällig in München und habe das fotografiert. Da stehen 80 Leute vor der Siemens-Zentrale. Und du musst dir vorstellen, dann, die Tagesschau bringt das als erste Meldung. Und da haben die Bilder so aufgebaut, dass die da tausende Menschen stehen vor der Siemens-Zentrale. Ich meine, dass das von dem nun nicht besonders schlau war, darüber muss ich nicht reden. Aber du siehst, wie diese Bilder, dann, da wird nicht die Unwahrheit gesagt, sondern Bilder kommen in anderen Facetten, schön Framing, und dann stellt sich das anders dar. Ich musste jetzt ein bisschen ausholen, weil das Thema für mich zu... Du hast mir eine gute Überleitung gegeben. Ich habe ja noch einen Punkt auf der Liste stehen für die Aktivisten. Und hier, man hat ja früher die Gewerkschaften gehabt. Ich schaue jetzt mal so ein bisschen in die Historie zurück in Amerika, wie sich das gebildet hat, um den sozialen Missstand wegzubringen. Und im Endeffekt habe ich so ein bisschen das Gefühl auch, dass Hallo Meinung so ein bisschen wie eine Gewerkschaft für die Leute oder für die Menschen sein kann. Weil brauchst du heute nicht den Lobbyismus, was du gesagt hast, was die Gewerkschaften heute meiner Meinung nach sind. Sie sind ja im Endeffekt nur noch ein Teil von den Parteien oder Zuspielern, sondern brauchen wir ja eigentlich etwas, wo Leute, die aktiv draußen etwas tun, ihre Meinung kundtun, vielleicht eine Art Versicherung, dass sie nicht obdachlos werden oder bis zur letzten sozialen Schicht runterfallen. Also du sagst heute, du wählst die AfD jetzt. Sofort bist dein Job los, hast du keine Freunde mehr. Das ist eine Meinungsfreiheit. Das ist genau der Punkt, wo ich einfach den Menschen das Gefühl geben will, ihr seid nicht alleine und wir sind das Volk. Und das geht mir irgendwo verloren. Weißt du, das geht mir im kommunalen Bereich verloren, wenn du Menschen antwortest, der Herr Bürgermeister, Mensch, der wird von uns bezahlt. Der Herr Landrat, der wird von uns bezahlt. Oh, schau mal, der Politiker, der wird von uns bezahlt. Aber ich muss hier sagen, im kommunalen Bereich, ich würde unserem Bürgermeister Unrecht tun und auch in der Nachbarortschaft, die tun sehr viel, die sind menschennah, aber ich kenne andere, wo ich sage, überhaupt keine Nahbarkeit mehr da. Und dieses Gefühl zu geben, wir sind diejenigen, die etwas bewegen können, aber bewegen bedeutet auch, dass wir die Protagonisten sein müssen, die aufstehen und nicht sagen, jetzt warten wir mal ab. Weißt du, es ist immer so, Markus, wenn gesagt wird, ich beobachte Sie seit einem Dreivierteljahr, ich finde es gut, aber ich warte noch mal ab. Das ist ungefähr so, Markus, du willst zu einer Meisterschaft gehen, was deine sportliche Ausstrahlung angeht. Du willst bestimmtes Gewicht und irgendwo heben, aber dann weißt du, Markus, aber zu essen kriegst du nichts. Ne? Aber ich verlange von dir eine Leistung. Das ist doch, was ich, ja, ist so. Das Pferd, was den Kahn ziehen soll, muss gefüttert werden. Und das ist nun mal so. Und wir haben hier wirklich die Beiträge, die sind sinnvoll angelegt, wirklich, dass wir sagen, wir können es gemeinsam erreichen. Und ich muss auch nochmal für alle anderen etwas ausstrecken, ob das der digitale Chronist ist, ob das der Feroz Khan ist, ob das auch Carsten Jahn ist. Der Carsten Jahn macht eine tolle Angelegenheit. Gleichwohl kann ich zu ihm sagen, pass auf, lass uns noch differenzieren. Du machst deins, ich verurteile ihn nicht. Also, dass wir uns jetzt richtig verstehen, weil immer so, warum hast du nicht mit Carsten Jahn? Das ist etwas, wo ich einfach sage, das ist eine politische Entscheidung, die ist so getroffen worden. Ich habe aber nichts gegen den Menschen. Das muss ich, also klipp und klar, macht eine tolle Arbeit, hält seinen Kopf da draußen hin und so gibt es viele, viele andere, die das tun. Aber das ist nicht gleichzusetzen, dass ich die Person verwerfe, sondern ich sage, ich habe für die Gesellschaft, für die gemeinnützige Gesellschaft eine politische Entscheidung getroffen. Aber Markus, da halte ich meine Birne hin und verstecke mich nicht und sage, na, ich habe es nicht gesagt. Ich sage, ich habe es gesagt. Aber gleichzeitig sage ich, wenn ich ihn mal irgendwo treffe, lass uns einen Kaffee trinken. Das geht ja heute nicht mehr. Wenn ich heute irgendwelche Verlautbarungen treffe, entweder ist der schwarz oder weiß. Aber ich sage, du, eine politische Entscheidung, die ist so. Gleichwohl verurteile ich dich nicht aber als Mensch. Ganz einfach. Das Thema haben wir mit Heiko Schrank auch unten in Kommentaren gelesen. Da ist ein gleiches Thema. Also man muss ja nicht mit jedem immer konform sein. Und warum auch? Jeder hat seinen Weg. Also ich bin da ganz deiner Meinung. Markus, wenn wir etwas besprechen, ich will den Namen nicht nochmal wiederholen, dann finde ich es aber kein Ruhmesblatt und charakterlich nicht eine gute Eigenschaft, wenn ich das in die Öffentlichkeit ziehe.
Punkt. Bin ich völlig bei dir, ja. Wenn wir beide etwas besprechen, wenn wir im Nachhinein, wenn du zu mir sagst, Peter, ich bin damit nicht einverstanden und das ist alles Mist und so, sei Markus, das ist deine Meinung. Und wenn ich sage, lasst uns privat unterhalten und ich höre das nach einer Öffentlichkeit, muss ich sagen, dann habe ich mich in dir getäuscht. Und das wäre ich mit Sicherheit bei dir nicht, ist es nicht der Fall. Aber du fällst eine klare Aussage dazu. Sag die Dinge, sag sie ins Gesicht, aber benutzt nicht Dritte und die Öffentlichkeit, brauche ich nicht. Ne? Ja. Und bist du aber auch niemandem Rechenschaft schuldig? Das ist ja gleiches, was ich auch mache. Ich sage, das ist der Weg, den ich gehe. Wem es passt, geht mit und wem nicht, geht weg. Aber das, was du auch vorher gesagt hast, die Leute liegen heute in der Hängematte, tippen irgendetwas mit Fake-Profilen und sind aber nicht bereit, etwas aktiv zu tun. Das Schöne ist, dass ich jetzt, es ist immer wieder ein belebendes Gefühl, wenn ich ins Büro komme oder wenn ich mir die Webseiten anschaue, wie viele Menschen sich beteiligen. Und das ist wirklich so schön zu sehen, aus ganz Deutschland auch, und das betone ich besonders, Nicht-Deutsche, ausländische Mitbürger, die sagen, ich bin dabei. Wie viele Menschen, die, ich habe syrische Familien, die sind 2014, 2015 nach Deutschland gekommen, das sind Christen, die sagen, was lasst ihr euch gefallen? Meine türkischen Freunde, der Gemüsehändler, sagt, sag mal, seid ihr eigentlich alle, ihr seid nicht mehr zurechnungsfähig, was hier in dem Land. Ihr dürft doch eure Meinung sagen. Und ihr helft, ihr seid da, aber zwischen Helfen und Unterwürfigkeit ist noch ein himmelweiter Unterschied. Mhm. Und nochmal, ich lasse, weißt du, mit der Zeit breit mir das ab. Dann sollen wir, wenn einer sagt, ja, der Nazi und der Rechte sollen, das habe ich, wenn ich das 100-mal gehört habe, entweder komme ich mit der Situation zurecht. Das heißt, wenn ich Heizer auf der Lok bin und kann keine Wärme ab, dann lasse ich stehen und die Wärme kann ich sehr wohl ab. Aber ich will meine Meinung sagen, ich achte alle Menschen, ich sage die Meinung ins Gesicht, offen und ehrlich und sage, lasst uns bitte differenzieren. Weißt du, und wenn ich heute das Thema Klima, das wird etwas Großes sein, mit dem wir uns noch beschäftigen, wenn ich darüber rede und sage, lasst uns bitte differenzieren, der Klimaleugner, ich leugne überhaupt nicht, dass das Klima von Menschenhand gemacht ist, aber lasst es uns mit Maß und Ziel machen. Weißt du, und wenn ich unsere Armen, wenn ich das noch sagen kann, unsere armen Bauern sehe, wie die verarscht werden von der Klöckner, von allen. Das sind längst gefasste Beschlüsse, die in Brüssel gefasst sind. Die Klöckner stellt sich hier hin bei der Grünen Woche, geht hin zu den Bauern und tut, als wenn sie noch was bewegen kann. Die kann gar nichts bewegen. Die Beschlüsse sind längst, die Agrarwirtschaft wird von Brüssel bestimmt und der Kleine wird kaputt gemacht. Aber das ist auch jedem, ich koche seit 10 Jahren, dann mach doch mal selber was, kauf doch nicht die Fertigprodukte und kauf doch nicht das Hähnchen für 1,99 oder die Pizza für 1,99. Das ist doch logisch, dass ihr zwingt die wirklich in die Knie. Kauft bei Kleinen, ihr habt doch die groß gemacht, die Leute. Mhm. Dann kauft Qualität, nutzt diese Qualität aus, sagt, dann koche ich mal selber etwas und es gibt so viele Ressourcen, regional und saisonal. Aber was bedeutet es, Markus, Arbeit? Und das wollen die Leute nicht. Aber gleichzeitig sich hinstellen, das soll alles besser werden. Ja, ist bei uns im Sportbereich nicht anders. Das Fett muss weg, aber trainieren will ich nicht und essen will ich nicht, wenn etwas mir schmeckt. Ist genau gleich geschehen. Genau. Wie heißt es so schön? Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ne? Das ist so. Genau. Naja. Nein, also. Also ich sage vielen lieben Dank für das Interview. Wir haben alle Fragen fließend durch, ohne dass wir auf den Zettel haben schauen müssen. Nahtlos über, einfach super gut. Und du bist mir sehr sympathisch, wenn ich das sagen darf. Das hat jetzt auch nichts mit Speichelleckerei zu tun, sondern einfach, das war der erste Eindruck, weil ist es einfach erkennbar, machst du das mit Herz. Und ich kann nur sagen, bleib bitte so, wie du bist. Also, ja. Gebe ich dir zurück, Markus, lass das Ding mal hier laufen, komm. Vielen lieben Dank. Ich schneide das Video, ich mache noch eine kurze Einleitung mit rein, dann schicke ich es dir auch durch, bevor es online geht. Und wir werden es bei uns auch in unserem kleinen Kreis hintenrum dann noch verteilen. Und wir werden es auch bei uns auf den Vimeo-Server legen, sodass ihr es auch runterladen könnt und dann bei euch auch nutzen könnt. Wir machen das überall. Hat mir gefallen. Und vielleicht haben wir die Chance, du machst ein Frühlingsfest und wir können alle kommen. Ja, na logisch, das können wir feilen. Ich habe ja nichts, ich bin so, wie ich bin. Markus, ich habe gesagt, wir machen das. Das hat jetzt bloß ein bisschen gedauert, weil ich bin nächste Woche, bin ich 4 Tage in Berlin, habe meinen Baubereich zu machen, aber wir haben es gemacht. Wenn ich sage, dann machen wir das auch. Ne? Habe ich gewusst, deshalb haben wir auch so kurz kommuniziert, weiß ich deine Zeit sehr zu schätzen. Und wie gesagt, ich erwähne es nochmal, vielleicht gibt es ja ein Frühlingsfest mit einem halben Ochsen oder so. Na, da werden wir was machen. Pass auf dich auf, ne? Servus, Markus. Ciao, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.